Ja, hallo, mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung in der IT-Branche primär. Und wenn du auch insbesondere aus der IT-Branche bist, Experte, Berater oder Dienstleister und dich für Wachstum, Unternehmenswachstum und die Steigerung deines Umsatzes interessierst, dann schau doch mal bei mir bei der Akademie vorbei oder kontaktiere mich einfach hier unten über einen Kalendereintrag bei mir und schau mal, wo da vielleicht noch eine halbe Stündchen Zeit ist, dass wir uns mal ein 1:1 Gespräch mal zusammen telefonieren können und schauen können, wie ich dir da weiterhelfe. Ja, heute möchte ich mal sprechen über die zwei Gründe. Es gibt ja nur zwei Gründe. Letztendlich unterm Strich habe ich schon viele Videos auch gedreht hier auf YouTube, auf Facebook und auch in meiner Akademie weiteres dazu ausgeführt. Es gibt letztendlich nur zwei Gründe, warum ein Kunde kauft. Warum sich jemand dazu entscheidet, sein Geld in der Regel hart verdient, dazu bereit erklärt, sein Geld in irgendwas anderes umzutauschen, sprich deine Dienstleistung oder dein Produkt. Und der erste Grund ist entweder Leidensdruck oder der zweite Grund ist entweder Begeisterung. Und dabei ist es so, dass rein mathematisch gesprochen, das heißt aus statistischen Gründen, ein Kunde viermal schneller entscheidet, wenn er einen gewissen Leidensdruck hat. Und das ist eben auch das, was wir hier bei mir in der Akademie machen oder ja, was wir auch sehr gerne operativ für unsere Kunden, wo wir unterstützen in der Qualifizierungsrunde, ja, im Discovery Call über unsere Skripte und Fragetechniken präzise ganz genau herauszufinden, wo der Leidensdruck des Interessenten, des potenziellen Neukunden oder auch aktuellen Bestandskunden liegt und dort eben nachzubohren und dort eben einen Abschluss herbeizuführen, also entweder ein Cross-Sell, Upsell oder eben einen Erstkauf. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, wie gesagt, dass wenn du es geschafft hast, den Leidensdruck ganz genau herauszufinden, dass die sogenannten Long Sales Cycles, also die langen Sales Cycles, also teilweise, wo es wirklich ewig herumgeschoben wird und verschoben wird, bis man endlich mal zum Abschluss, zu einer Entscheidung kommt im B2B, dann ist meistens der Leidensdruck noch nicht groß genug oder wird einfach nicht richtig wahrgenommen. Das gibt es natürlich auch noch. Und das ist dann eben auch deine Aufgabe im Pre-Sales oder im Sales, den Kunden mit dem Finger drauf zu zeigen, genau aufs eigentliche Problem, auf den eigentlichen Leidensdruck, der ja vorherrscht häufig, der ja noch nicht richtig wahrgenommen wird oder wo einfach sozusagen wie blinde Kuh, wie Scheuklappen, wie so ein Pferd, ja, einfach dran vorbei mit Tunnelblick, Betriebsblindheit etc. pp. Wenn du schon im Vertrieb tätig bist, B2B, dann kennst du all diese Themen und es ist eben unsere Aufgabe, ihnen darauf hinzuweisen. Und hier nochmal abschließend, Leidensdruck viermal schneller zur Kaufentscheidung als wie Begeisterung. Es ist leider so, dass wir, wenn wir Leidensdruck haben, dass er eben sehr, sehr, sehr viel stärker eine Wirkung hat auf unsere Entscheidungen, die wir im Leben grundsätzlich fällen, als wie wenn wir für irgendwas begeistert sind. Damit belasse ich es für dieses Video und dann freue ich mich, wenn wir uns auf der anderen Seite in meiner Akademie wiederfinden oder in einem 1:1-Call oder eben beim nächsten Video auf diesem YouTube-Kanal oder auf Facebook, wo auch immer du mich gerade hier siehst. Bis dann, dein Thomas Klein und Happy Hunting. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.